Hallo Rö, willkommen zurück. Ich spiele Mega Man X für Super Nintendo und es geht weiter mit der Stage von Armored Armadillo, den ich persönlich immer als leichtesten Boss angesehen habe. Deswegen habe ich häufig, wenn ich das Spiel gespielt habe, auch mit seiner Stage angefangen. Nur jetzt können wir gleichzeitig ein Herzstück und ein E-Tank aufsammeln, vorausgesetzt ich finde die irgendwo. Und die Stage von Armored Armadillo wird später nochmal wichtig für uns. Hoppla. Jetzt hätte ich fast vergessen auszusteigen. Danke. Ah, stirb! Moment, haben wir da nicht eine geilere Waffe? So, das war noch gar nicht hier. War es doch hier? War noch nicht hier. Nein, ist egal. Zum Auffüllen reicht es. Und jetzt können wir auch ein bisschen unseren E-Tank aufsammeln. Aufladen hier unten sieht man es. Yay, ich habe ein Stückchen aufgesammelt. Wow, wäre cool, wenn ich das im Laufe der Zeit auch voll kriege. Ich könnte mir vorstellen, dass ich bei Sigma ein bisschen was brauche. Oh, habe ich jetzt damit schon gespoilert, wer der letzte Boss ist? Na, hier sind die aber wirklich großzügig mit den Energy Pellets. Oh, bin ich jetzt voll? Eins ist voll. Ja, das Ding in den Stacheln sammle ich jetzt mal nicht ein. Ausnahmsweise. Macht übrigens sehr viel Spaß, hier rumzufahren. Wenn die Fahrt nicht in den Stacheln enden würde. Na, geh endlich kaputt. Der macht mir sonst gleich ein bisschen zu viel Decke kaputt. Oh, das war aber knapp. Da oben ist nämlich ein Herztank, da komme ich nicht mehr dran, wenn er hier die Decke weiter zerstört hätte. Ja, jetzt fehlt mir noch ein E-Tank. Irgendwo. Ja, wo ist der E-Tank? Ist der am Ende der Stage? Ich meine, da kommt später noch mal was. Uah, nein, Komm ich noch so da irgendwie dran? Aber hier ist kein E-Tank, scheiße. Ich überlege gerade, ob der links auf der anderen Seite war. Blöd. Shitte, wo war denn der? Der ist mir jetzt unangenehm. Muss ich später nochmal nachschauen. Ja, ich kenne das Spiel nicht so mega auswendig. Was willst du, Freund? Ich stelle mich gerade auch wieder dusselig an. So, jetzt hat er keine Rüstung mehr. Der Ärmste. Und das war's mit ihm. Der arme Armored Armadillo. Meine musikalische Untermalung dazu auch immer wieder sehr, sehr schön.
Armored Armadillo. Subtank. So, wo haben wir dich vergessen? Na, 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 na. Den holen wir uns natürlich noch. Ja, wow! Okay, okay. Wenn das so aussieht, als ob ich abgelenkt wäre und nicht mehr so gut spiele wie sonst immer, also noch schlechter. Ja, ich bin abgelenkt. So, damit ist der zweite Tank auch voll. So, vor dem rennen wir jetzt einfach weg. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich gleich wieder in die andere Richtung rennen darf, nachdem der hier down gegangen ist. Ich habe nämlich irgendwie im Kopf, dass er, glaube ich, sogar hinter ihm war. Leck mich, er war hinter ihm. Hätte ich gar nicht nachgucken müssen. So, das war Armored Armadillo. Wir gehen weiter. Wir gehen jetzt ein bisschen baden. Launch Octopus ist der nächste Maverick auf unserer Abschussliste. Hier finden wir irgendwo ein Herzteil. Jetzt können wir wieder den dritten Energy Tank aufladen. Oh, und einen Schluck auf habe ich auch noch. Gut. Na, was kann ich denn Schönes benutzen? Nee, die Waffe ist langweilig hier. Die ist auch nicht so prickelnd. Feuer unter Wasser ist natürlich der Hit. Oh. Bist du gar nicht kaputt? Wow. Ja, schieß doch mal in die falsche Richtung. Der hat aber viel ausgehalten. Na, lass mich raus. Ah. Am besten kombiniert mit Stacheln. Ja, geil, geil, geil. Unbedingt. Ich starte das Level natürlich von vorne. Nee. Ich starte das Level netterweise hier. Prima! Oh. Kurz und schmerzlos. Und vielleicht ein Tacken peinlich. Warum? Ugh. Hoffentlich sieht das keiner. Vielleicht soll ich einfach nicht angreifen, wenn er pustet. Oder saugt, wie auch immer. Ich bin leider zu einem ziemlich, ziemlich dummen falschen Zeitpunkt gesprungen. Oh! Oh, Game Over! Ei. Das können wir aber besser.
Ich war gerade abgelenkt. Na? Da ist das Dachteil schon wieder öde. Also hinter ihm verstecken ist auch eine Scheißidee, habe ich gerade feststellen müssen. Ich weiß auch nicht, irgendwie ist gerade der Wurm drin. Ist ein bisschen peinlich jetzt. Ich versuche mich mal wieder mehr aufs Spiel zu konzentrieren. Gut. Verkraftet ein bisschen viel. Ja, lalala, geht weg! Geht weg! Oder saug mich ganz ein, dann kann ich dich wenigstens von innen heraus zerschießen. Ich dachte, ich feuer jetzt vielleicht vorher. Nein, habe ich nicht. Konnte ich nicht. So, jetzt wird es nochmal interessant. Da raus! Raus! Bloß da raus! Ach, es kann auch spucken. Na toll. Nein, was so. Okay! So langsam nervt mich das Teil. Ging mit dem normalen Schuss viel schneller. Na fein. Ich glaube irgendwie, dass ich da drauf muss. Sich da jetzt drauf? Ich bin mir unsicher. Na, komm. Sei ein braves, was auch immer. So, nachdem wir den erledigt haben, gehe ich wieder zurück.
Teil weg? Das kann ja jetzt nicht sein. Ja, ich hatte nämlich gerade eine Eingebung. Bitte nicht. Doch. Ich muss es schon wieder kaputt machen. Und mit der... Oh, ich hasse mich! Nein, hör doch mal auf, du Kackding! Oh, Mann! Wieso macht mir dieses eine Ding zu schaffen? Ich wünschte einfach... Ja, ich habe nämlich gerade dieses Ding, was ich... Wo ich drauf war, ich hätte es kaputt machen müssen. Das kam mir nur leider zu spät in den Sinn. Warum mache ich Sachen nicht einfach kaputt, wie ich es immer mache? Wieso bin ich weggesprungen? Und dann war es plötzlich weg! Mich in Frieden. Peinlich genug jetzt gerade. Ehrlich, es geht mit der normalen Waffe viel schneller, glaube ich. Ich sollte einfach abwarten. Und nicht angreifen, während er hier rumsaugt. Mann! Also im Ernst, der ist nicht so schwer. Stell mich nur gerade verdammt dumm an. Na, was ist jetzt? Ich wollte den Subtank benutzen. Das war jetzt bestimmt nicht die eleganteste Lösung. Aber das war es mir jetzt wert. So ein Kackding. So. Und dich zerschmettern wir jetzt. Bevor es uns zerschmettert. Es zerschmettert uns. Das gibt's nicht. Bevor ich das hier nochmal machen muss. Meine Güte. So, jetzt legen wir nämlich einen neuen Gang frei. Das war eine arschschwierige Geburt. Ah. Das Teil hatten wir doch vorhin schon mal. Du hast nicht zufällig eine Schwäche? Alles für so ein bisschen Leben macht. So, machen wir das Ganze hier nochmal. Weil wir es können.
Gut, das hat er anscheinend nicht so gut vertragen. Komm, drop wenigstens noch ein bisschen Energie, wenn du mir schon so viel abziehen musst. Nö. 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 Dann nicht. So, die Schwäche von ihm ist das Rolling Shield vom Armored Armadillo, aber ich befürchte, mit dem bisschen Energie, das ich hier noch aufbringe, ist nicht so klug, jetzt schon meine Power zu benutzen. Wobei ich natürlich auch einen Sub-Tank benutzen kann. So. Ich meine, warum nicht? Ich hab die ja und ich kann sie ja jederzeit wieder voll machen. Dafür kämpfe ich jetzt gerade ein bisschen unvorsichtig. Nein! Lass mich los! Also diese Runde habe ich mich hier einfach mal ganz, ganz, ganz kacke angestellt. Herrlich. Nee. Dafür muss ich nie wieder in das Level von Launch Octopus. Homing Torpedo. Sehr homing. Gut, okay, sind ja auch keine Gegner auf dem Screen, aber naja. So, wir haben noch zwei Stück, das heißt, wir haben schon wieder sechs erledigt. Wir sehen uns dann beim nächsten Teil, wenn es an die letzten beiden Mavericks geht. Bis dann!